Die Trickbetrüger kriegen mein Geld nicht. Das vermeintliche Opfer hat sich hier genau richtig verhalten, hat die Polizei verständigt, ist zum Schein darauf eingegangen. Mein Herz hat ganz schön geschlagen und meine hatte weiche Knie. Also ich wusste ja nicht, was wer da nun kommt, nicht? Und wie das weitergeht. Klar bin ich stolz auf meine Mutter, weil für mich ist das sowas wie eine Abzocke ist das. Erster Gedanke war so, also den muss man auch mal kriegen, den müsste man auch mal überführen, nicht? Also ich wollte mich nicht aufs Kreuz führen lassen von dem. Ja, das Telefon hat geklingelt und eine Männerstimme sagte, nun rat mal, wer hier am Telefon ist. Und ich hab spontan gesagt, Thomas, das bist du doch. Wieso, hat er gesagt, hast du meine Stimme erkannt? Ich bin doch so erkältet. Ich so, aber Thomas, ich kenne doch deine Stimme. Na gut, ich sag aber, das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Ich habe mir gerade Mittagessen gemacht. Kann ich dich zurückrufen? Nein, hat er gesagt, ich bin nicht zu Hause. Ich wollte jetzt zum Arzt wegen meiner Erkältung. Ich rufe dich nachher wieder an. Ich sag, ist gut. Dann bis nachher, Thomas. Tschüss. Naja, mein Sohn würde sich ja nie so melden, rat mal, wer da am Telefon ist, nicht? Und einen Enkel habe ich nicht. Also kann das ja nur ein Betrüger sein, habe ich mir gleich gedacht. Vor allen Dingen, wer meldet sich denn so am Telefon, rat mal, wer da dran ist, ne? Also das ist ja, also das habe ich gleich gemerkt, dass das ein Betrüger ist. Ja, habe ich die Polizei angerufen und ihnen das gesagt, dass da so ein Enkeltrickbetrüger am Telefon ist und wie ich mich verhalten soll. Sie haben gesagt, in 10 Minuten sind wir bei Ihnen und dann besprechen wir alles, wie es weitergehen soll. Naja, erstmal war ich beruhigt, dass ich nur Unterstützung hatte von der Polizei und auch keine Angst haben musste, dass mir irgendwas passiert. Und der hatte mir so eine Tasche mit Geld mitgebracht, die sollte ich dann bei der Übergabe übergeben. Und ich sag, wann kommst du denn nun und willst das Geld denn abholen? Ja, sagt er, ich habe nun doch durch den Unfall Schmerzen und will jetzt ins Krankenhaus und kann das Geld nicht selber abholen. Aber eine Bekannte wird kommen und wird das Geld holen. Und ich soll das an der Bushaltestelle Förstekoppel mich mit ihr treffen und ihr da das Geld geben. Und das habe ich dann gemacht. Ja, war sehr aufregend, muss ich sagen. Aber das ist genauso, wie ich Theater gespielt habe. Da ist man auch die ganze Zeit über, muss man in Spannung bleiben und muss das denen spielen eben, nicht? Und das habe ich denn jetzt auch gemacht, nicht? Hinterher war mir doch ganz schön mulmig, nicht? Aber in der Situation habe ich das gut hingekriegt. Ja, naja, ich stand an der Bushaltestelle und hab auf die Frau gewartet. Sie kam, ich habe ihr das Geld übergeben, sie ist weggegangen und es kamen 2 Polizisten und haben sie festgenommen. Und ich war beruhigt. Ja, es war eine große Gemeinheit, ist, dass es gerade so alte Leute, die sie über den Tisch ziehen und ihnen ihre Spargroschen rauben. Ne, das finde ich so furchtbar gemein. Und deswegen möchte ich da auch gerne drauf aufmerksam machen eben, nicht? dass da nicht welche drauf reinfallen. Man soll die Polizei anrufen, die helfen ihnen denn schon. Naja, dass sie geschnappt werden, nicht? Dass man die, ja, und dass sie dann hart bestraft werden, weil sie gerade so den alten Leuten so über den Tisch ziehen und ihr Erspartes rauben, nicht? Und wenn man auf der anderen Seite hört, dass die so in Saus und Braus leben von dem Geld. Und das finde ich ganz gemein, finde ich das. Ja, spricht sich sehr, sehr rum. Und ja, sie finden das alle klasse. Und wenn man mit ihnen spricht, haben viele denn auch schon solche Anrufe bekommen, was sie sonst nicht so erzählt haben. Aber in diesem Fall, ne, sagten sie aber, sie wussten alle nicht, ob sie auch so gut reagieren würden, wie ich das nur gemacht habe. Also es ist ja auch nicht so einfach. Naja, ich denke eben dadurch, dass ich eben lange Jahre auch mal geschauspielert habe, dass ich doch so ein bisschen Routine habe. Nein, das nicht. Aber es wird ja so viel darüber berichtet, im Fernsehen auch. Und auch wenn wieder was passiert, steht es in der Zeitung. Man liest das immer wieder und denkt, also der erste Gedanke war so, also
den muss man auch mal kriegen, den müsste man auch mal überführen, nicht? Also ich wollte mich nicht aufs Kreuz führen lassen von dem. Naja, als Miss Marple fühle ich mich nicht gerade, nicht? Aber ich freue mich, dass ich da so zwei, die da festgenommen sind, überführt habe und die hoffentlich ihre gerechte Strafe kriegen. Also vor allen Dingen so mit ich gebe doch keinen fremden Personen 10.000 Euro. Das würde ich nie machen. Ja, naja, die also, die Trickbetrüger kriegen mein Geld nicht. Und jetzt bitte. Peters. Na, das bist du doch, Thomas. Ja, mir geht's gut. Und du, das ist gerade schlecht. Ich habe mir gerade Mittag gemacht. Kann ich dich zurückrufen? Na ja, auch gut. Dann bis nachher. Tschüss. Und danach können Sie es wieder hinhängen. Ach, du bist das. Was? Du hast einen Unfall? Gottes Willen, ist dir was passiert? Na, das Auto ist kaputt. Was? 20.000 Euro? Woher willst du denn 20.000 Euro nehmen? Ja, na ja, könnte ja dir ein bisschen was leihen, nicht? Aber das muss ich wieder haben, du. Also, ja. Ja, du, dann muss ich aber zur Sparkasse und das abholen. Vom Sparbuch, ne? Ich hab das ja so nicht. Ja, du, ich zieh mich jetzt an und geh gleich los. Ne? Und du kommst dann her und holst das ab. Ja? Alles klar? Tschüss. Was? Du hattest einen Unfall. Bist du verletzt? Was? Du hattest einen Unfall? Gottes Willen, Thomas. Das Auto ist kaputt. Oh, aber das kann man doch reparieren. Was? 20.000 Euro soll das kosten? Woher willst du denn 20.000 Euro nehmen? Ich? Ich habe auch keine 20.000 Euro. Aber ich krieg das doch wieder, ne? Das brauche ich, du. Und geh zur Sparkasse, ne? Und hol das Geld. Und kommst du denn her und holst das ab? Ja, tschüss. Und bitte. An mir vorbeigehen, bitte.
gestern passiert? Naja, ich war furchtbar aufgeregt, nicht? Aber der Kommissar hatte ja gesagt, die Polizisten sind immer in der Nähe und passen auf mich auf, dass da nichts passiert. Nicht? Aber mein Herz hat ganz schön geschlagen und meine hatte weiche Knie. Also ich wusste ja nicht, was wer da nun kommt, nicht? Und wie das weitergeht. Also das war doch ganz schön spannend, muss ich sagen.